Wer ist eigentlich Marvin Wanicek? 250 Spiele für den KSC und trotzdem in Fußball-Deutschland relativ unter dem Radar. Dabei wurde der 30-Jährige letzte Saison Vorlagenkönig der Liga und spielt auch dieses Jahr richtig gut. In dieser neuen Serie betrachten wir die Spieler der zweiten Liga etwas genauer. Wanicek ist noch so ein bisschen Kind der alten Schule. Mit erst 19 debütierte er für Astoria Waldorf in der Oberliga seine erste Saison im Herrenbereich. Nach guten Leistungen und 7 Saisontoren wechselte der Mittelfeldspieler dann zur zweiten Mannschaft des VfB Stuttgart. Dort spielte er dann immerhin dritte Liga und ein einziges Mal in der Bundesliga bei den Profis. Nach dem Abstieg in die Regionalliga folgte dann der Wechsel zum KSC. Für nur 95.000 Euro. Wild in den heutigen Zeiten. Und noch wilder, wenn man sich vorstellt, dass das 2017 der teuerste Transfer der dritten Liga war. Denn dort spielte der KSC damals. Dann begann seine Erfolgsgeschichte in Baden. Er wurde schnell Stammspieler und sorgte mit 3 Toren und vor allem 9 Vorlagen direkt dafür, dass der KSC in die Relegation kam. Dort verlor man zwar, ein Jahr später schaffte man aber dann den direkten Aufstieg und auch da